Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part haben wir die kleine Priscilla in Junon vor einem riesigen Monster gerettet, gegen den wir beinahe verloren hätten. Einen Bosskampf, gegen den wir beinahe verloren hätten. Heidewitzka, das war knapp. Und ja, hier ist anscheinend gerade ein Fest am Laufen. Wollt ihr mir irgendwas dazu sagen oder? Ich würde eigentlich gerne mal nach Priscilla schauen. Hat das etwas mit den Shinra zu tun? Sagst du was dazu, Yuffie? Was ist das für laute Musik? Sie bereitet mir Kopfschmerzen. Wo ist Priscilla? Ist Priscilla hier oben? Oh, Priscilla! Geht's dir wieder besser? Danke für die Hilfe. Ich mag die Musik, die gerade läuft. Da, 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 da. Gott, ich muss mir unbedingt diese Remake-Version von Final Fantasy 7 kaufen, wenn die Musik auch noch verbessert ist. Gott! Ich liebe die Musik aus Final Fantasy 7. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer von diesen Shinra. Das ist in Ordnung. Gott, irgendwie, wo ich es wieder spiele, ist diese Liebe zu Final Fantasy 7, sie wächst wieder. Oh mein Gott. Ich gebe dir etwas Besonderes. Ich krieg was? Ein Amulett. Pass gut drauf auf, okay? Shiva! Oh! Wir können Shiva beschwören. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Was ist das für Musik? Klingt wirklich anregend. Ich habe gehört, sie proben den Empfang des neuen Shinra-Präsidenten. Rufus, ich muss noch meine Aufwartung machen. Oma und Opa haben mir erzählt, dass dieser Strand schön war, als sie noch klein waren. Aber als die Shinra die Stadt oben drüber bauten, schien keine Sonne mehr und das Wasser wurde verschmutzt. Bin mit dieser Geschichte aufgewachsen und hasse Shinra so sehr, dass ich sterben könnte? Was? Glaubst du, dass Rufus auch vorhat, den Ozean von hier aus zu überqueren? Was? Heißt das, Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Cloud? Hast du Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen zu dieser Stadt hinauf. Vielleicht können wir an diesem Pfahl hinaufklettern. Nein, nein. Unter dem Pfeiler fließt Starkstrom. Kommt dir nicht zu nahe, es ist gefährlich. Aber es gibt noch die eine Möglichkeit, wenn Herr Delfin dir hilft. Folge mir. Darf ich Shiva kurz ausrüsten? Ich würde Shiva gerne ausrüsten. Wenn mir das Spiel erlaubt. Hochspannungsmast. Ich denke, das bedeutet, dass mit Cloud alles in Ordnung ist. Was? Ja, es ist besser, das Cloud zu überlassen. Wir zählen auf dich, Cloud. Bin ich der Einzige, der gerade nicht mitkommt? Hey! Warte mal! So... Ich könnte ihm das Wecken dafür Shiva geben. Ich denke mal, dass Shiva auch stärker ist. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber irgendwie würde ich gerne das Chocomog auch weiterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte Claudia Shiva geben und einem anderen, Yuffie zum Beispiel, Chocobo geben. Das ist definitiv eine Überlegung wert. Moment mal. Hallo, Herr Delfin. Hier drüben. Fucking Delfin, komm zu mir. Das ist ja wirklich toll. Wir haben noch keinen Delfin so springen sehen. Ziemlich cool, was? Wenn ich pfeife, springt Herr Delfin für mich. Hier, das ist für dich. Ein Geschenk? Was soll ich damit? Geh ins Wasser und pfeife, Herr Delfin. Und pfeife. Herr Delfin wird dich bis ans Ende der Stange bringen. Okay, Dreiecktaste drück, Dreiecktaste pfeifen und den Delfin rufen. An das Ende der Stange springen? Siehst du die Stangen da oben rechts? Wenn du richtig hoch springst, kannst ans obere Ende der Stein der Stadt klettern. Viel Glück, Cloud. Wenn du es schaffst, folgen wir dir. Puh. Ich halte das PAS für dich. Wenn es das wird, geht's kaputt, Mann.
Willst du mit Helldelfin springen, Mann? Okay. Herr Delfin? Herr Delfin? Hier drüben? Herr Delfin? Hier drüben, mein Freund. Herr Delfin? Jump! Yes! Auf Anhieb! Oh, ich bin so gut! Auf Anhieb, meine Freunde, auf Anhieb! Ich bin der beste Spieler der Welt! Entschuldigung, es gibt gar keine zwei Meinungen! Okay, wir sind oben. Wir sind oben. Wie wollen die anderen jetzt eigentlich nachkommen? Ist das eine Kiste da? Hallo, bist du eine Kiste? Nein, du bist ein Schalter. Ich wollte eine Kiste! Menno, gibt's hier irgendwo anders eine Kiste oder irgendwie ein Item, die... Keine Ahnung, Bahamut? Ich meine ja nur. Oh, der Präsident ist hier. Schloss, los, schnell, schnell, schnell. Hey, du, bist du immer noch nicht angezogen? Komm her. Hier, geh in das Zimmer, Stück Scheiße. Zieh dich um. Heute ist der große Tag, an dem wir Präsident Rufus begrüßen, ja? Behalte dich beim Umziehen. Ich schaue dir dabei zu. Ein bisschen Privatsphäre, bitte? Ich bin es in der Uniform, beeil dich beim Umziehen. Na, geil. Bisschen Privatsphäre, bitte? Eine schönere Uniform. Okay. Das ruft Erinnerungen wach. Hör auf zu quatschen, Mann, beeil dich! Zieh dich endlich um, du Stück. Oh, geil. Eine schönere Uniform. Ich war so stolz, dass ich sie zum ersten Mal anzog. Ich frag mich, wann das war. Ich könnte es nicht ertragen, sie nochmal anzuziehen. Oh, du siehst toll darin aus. Ja, geil. Du erinnerst dich doch noch an die Begrüßungszeremonie, oder? Ich seh's dir an, dass du's vergessen, Mann. Also, ich zeig's dir nochmal. Mach einfach, was wir machen. Denke, Präsident Rufus ist hier. Wenn er da ist, einfach den rechten Arm ausstrecken und nach... ich meine... Herr Befehlshaber, wir helfen euch. So wird das gemacht. Wir singen auch. In Ordnung, zeigt es ihnen. Jetzt marschieren wir. Das ist der Begrüßungsmarsch. Dann ich singe mit euch mit. Ruhe. Jetzt! Und Marsch! 1, 2, 3, 4! Bleib im Gleichen mit deinem Nachbarn und marschiere gleichmäßig! Wir sind das Schindler Unternehmen, der neue Präsident! Da, 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 da! Wenn alle im Gleichschritt sind, schultert das Gewehr! Und das Gewehr zu schultern, drücke die Kreistaste! Wer über noch etwas denkt daran, gleichmäßig zu marschieren? Mit dem Nachbarn marschiere gleichmäßig, wenn alle im Gleichschritt sind, schulter das Gewehr. Alles klar. Pass auf, dass du bei der echten Parade alles richtig machst. Rufus ist eingetroffen, Vorbereitungen abgeschlossen. Also gut, los geht's, macht uns keine Schande. Würde ich doch niemals tun. Nein, spring nicht aus dem Fenster!
Wir fangen mit der Begrüßungsparade an. Okay, im Gleichschritt und ich krieg das schon alles irgendwie hin. La 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 la. Das muss man jetzt halt nicht schaffen, sag ich jetzt mal, aber wenn man es schafft, kriegt man halt geile Belohnungen, ne? Ich weiß nicht mehr was, aber man kriegt, glaube ich, wirklich was Geiles. Ich glaube, das war... Wenn ich mich nicht irre, war das sogar ein übelst gutes Schwert für Cloud. Wenn man das, wenn man das Beste schafft, dann kriegt man, glaube ich, ein übelst gutes Schwert für Cloud. Irgendwas da war das. Das ist irgendwie, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit zum Stehlen sogar erhöht. Irgendwas war da. Habe ich aber nur gelesen, ich habe das Schwert selbst nie bekommen. Oh nein, keiner ist hier! Zu spät? Hey, Rekrut! Das kommt davon, weil du so rumrennst! Wir nehmen eine Abkürzung! Okay, gute Idee. Komm her! Ich habe das Schwert, glaube ich, nie bekommen, weil ich das Minispiel hier nie wirklich ernsthaft geschafft habe. Ihr kennt es von mir, ich habe keinen Rhythmus. In Ordnung, du zuerst! Ich habe null Rhythmus und dementsprechend verkacke ich da volle Kanne. Ich habe also nur gelesen, dass es da dieses Schwert gibt. Ich gehe zuerst, sieh mir genau zu! Schleich dich einfach von hinten in die Reihe, wenn du eine Öffnung siehst. Okay. Jetzt hör mir zu, diese Parade wird live über die schönere TV auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Wenn du schlecht aussiehst, dann sieht die ganze Armee von Junon schlecht aus. Denk daran und bau keinen Mist. Spring rein, wenn ich dir das Zeichen gebe. Schleich dich einfach von hinten rein. Bring die Reihe nicht durcheinander. Und egal was du machst, versuche nicht von vorne reinzugehen. In Ordnung? Marsch, los! Okay. Laden! Nein, was tust du? Okay. Laden! Was? Hä? Gib mir halt... Ich versteh's nicht. Laden! Jetzt! 1, 2, 3! Jetzt! 2, Siehst du das, wie ich das mache? Was zum Teufel hat dieser Soldat gemacht? Ich weiß nicht. Sind die Punkte gestiegen? Das ist furchtbar! Bin ich gefeuert? Was? Du bist gefeuert! Schickt diesen Soldaten eine Bombe oder so? Granate erhalten. Wir haben es geschafft. Okay, Präsident Rufus. Hey, antreten und Schnauze halten. Keine Bewegung. Wie ist der Job? Was ist mit dem Luftschiff passiert? Das Langstreckenluftschiff wird aber noch vorbereitet. Es sollte in etwa 3 Tagen bereit sein. Selbst die Gelnika der Luftwaffe? Hör auf mit diesem idiotischen Pferdelachen! Als Vater die Verantwortung trug, waren die Dinge anders. Ist das Schiff bereit? Ja, Sir! Es ist demnächst bereit!
Aua! Was für eine Katastrophe! Heidegger war wirklich gereizt. In meinem schwarzen Umhang streifte ich die Stadt. Aber wir können ihn nicht finden. In meinem schwarzen Umhang? Er ist vor 2 oder 3 Tagen aufgetaucht und tötet einige unserer Soldaten. Danach ist er sofort verschwunden. Geht ein Gerücht um, dass es Sephiroth war. Achtung! Weggetreten! Ja, ich würde mich gerne bewegen. Hey! Hey, du! Legst du bitte Armee an? Wen stört's? Bist du faul? Keine Pause für dich! Komm her! Okay. Das Militärsoldat! 3 Tage der Tagesbefehl lautet, Präfetus Rufus am Flugplatz zu verabschieden. Werde euch drillen, bis es soweit ist! Ich werde helfen, Sir. Ich auch. Stell euch in Reihen und Glieder auf und zeigt mir die Einstellung. Tagesbefehl ist Formation. Merkt euch das. Fertig. Junon Verabschiedungskommando Marsch. In Ordnung. Ah, okay. Ah, ich muss im Endeffekt das tun, was er mir halt anzeigt. Oh ja, ja, hab's kapiert. Mach kein Panzer, wenn's jetzt wird! Befehlshaber, was ist die Spezialstellung für heute? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wir sind direkt vor dem Marsch. Wie kannst du dich noch nicht entschieden haben? In Ordnung, Rekrut. Ich lasse dich entscheiden. Zeig mir deine beste Bewegung. Mal sehen. Meine beste Bewegung ist... Das ist fantastisch. In Ordnung. Unsere spezielle Bewegung für heute... Übt sie und denkt dann an euer Gewehr zu sichern, wenn ihr das tut. Also dann, Treffen am Flughafen, kommt nicht zu spät. Achtung, weggetreten. Stell dich das mal vor, wenn das Gewehr da nicht gesichert ist und ihr macht so eine Kreisbewegung und drückt aus Versehen und schießt aus Versehen. Das könnte ich mir witzig vorstellen. Oh nein, da ist... Er schon wieder. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, lauf mal los, Cloud! La 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 la. Cloud, gib schon Gas. Ich hab keine Ahnung, ob er überhaupt zu spät kommen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Aufzug ist wegen der Inspektionszeit aus Betrieb. Weißt du, direkt unter uns befindet sich ein U-Boot und der Unterwasser-Makroreaktor. Das ist doch einfach nicht normal. Wo muss ich hin? Das ist gemein. Ich glaube, ich komme doch noch viel zu spät. Ich komme zu spät. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber auf jeden Fall würde ich sagen... Oh, wir sind richtig. Auf jeden Fall würde ich sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an Ort und Stelle einfach wieder, wenn der Marsch weitergeht. Also gut, meine Freunde, das war dann das bei Final Fantasy 7 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.